Ich liebe mein Logitech Keyboard. Es funktioniert einfach immer. Es ist auch bequem zu behandeln, aber das Wichtigste für die letzten 10 oder 15 Jahre für mich war, Logitech funktioniert einfach. Man steckt es ein und es geht. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig bei Produkten. Es muss funktionieren. Letzten Abend bin ich mit einem Freund Abendessen gegangen und er hat mir gesagt, er hat Logitech Aktien gekauft. Und das ist ein Freund, der sich sehr intensiv mit Aktien befasst. Und er sagt, die Strategie sei außerordentlich gut, auch das Management ist gut und die Kultur gefällt ihm auch. Ein guter Grund, das ein bisschen genauer anzuschauen. Das habe ich gemacht, bin auf unsere Website gegangen und habe mir die Ränge angeschaut bei Obermatt. Was man sieht, ist, Logitech hat ein Wachstum von 82, also ein Wachstumsrang von 82. Es gehört zu den 18% am schnellsten wachsenden Unternehmen. Das hat natürlich dann auch damit zu tun, dass sie einen viel schlechteren Value-Rang haben. Der Value-Rang ist nur 29, das heißt, sie gehören auch zu den 29% teuersten Unternehmen. Das ist eigentlich zu erwarten. Denn wenn ein Unternehmen sehr schnell wächst, sehr gut ist, auch gute Strategie hat, dann ist es in der Regel auch teuer. Die Frage ist nun, ist es schon zu teuer oder ist es noch nicht so teuer? Mit 29 Punkten denke ich, ist es noch nicht wirklich viel, viel zu teuer. Deshalb habe ich mich für Logitech entschieden. Ich habe dann aber noch ein bisschen weiter gegoogelt, geschaut, was finde ich dann noch auf dem Markt. Wenn man nach Kaufen-Verkaufen-Signalen googelt, sieht man, Logitech hat 5 Kaufempfehlungen. 2 Verkaufen-Empfehlungen und 3 Halten-Empfehlungen, spricht also dafür, ist das genaue gleiche Ergebnis wie bei uns. Ich habe dann weiter gegoogelt nach Kundenrezensionen, Kundenbeurteilungen, habe dann aber vor allem gefunden, dass die Mitarbeiter Logitech sehr gut finden. Ein Rating von 4, das ist ziemlich gut im Vergleich zu anderen Glassdoor-Ratings. Die Mitarbeiter sind zufrieden, ich bin zufrieden mit den Produkten. Mein Freund sagt mir, das ist eine gute Firma, da kann man investieren. Ich kaufe Logitech, das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.